schwör, sind wir irgendwie, weiß ich nicht, absolut dumm, Alter. Servus, meine Freunde, und welcome back zur vierten Episode der FSV Zwickau Karriere. Es steht der Transfer Deadline Day an. Wir haben ja recht wenig Money am Konto. 700k mal schauen, ob uns ja noch irgendein Spieler abhanden kommt. Dann könnten wir ein bisschen Geld wieder reinhauen und das wieder reinvestieren. Genau, so muss das sein. Und ja, mach schon mal vorab hier einen Like drauf. Würde mich sehr freuen, wenn wir die 30 Likes backen würden. Und ja, wenn ihr auch noch nicht abonniert habt, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, macht gerne das Abonnieren weg. Ein bisschen ein chaotisches Intro, aber so kennt man mich und jetzt geht's los. Transferangebot für Frick. Also bei einem 30-jährigen Weiterverkaufsgebühr, das ist ja absolut useless. Komm, 660k, das ist jetzt echt nicht so wenig. Oha, er nimmt es an. 30-jähriger Frick für 660k. Wenn das jetzt so durchgeht und er das dann auch annimmt, ich hoffe, die geben uns auch dann das meiste Geld davon, weil wir müssen ihn dann versuchen auch irgendwie zu ersetzen. Frick ist verkauft, wir bekommen 450k nochmal in die Tasche. Dann sollten wir bei knapp, ja, über 1 Million sein. Ich fahre noch ein bisschen fort und ich hoffe, dann können wir einen geilen Transfer starten. Jetzt sind nur mehr 2 Stunden auf der Uhr. Wir werden uns jetzt einmal trotzdem nach einem ZDM umschauen, weil IV ist trotzdem mit einer 62 nicht die schlecht besetzte Position. Ja, deswegen denke ich, sollte ein ZDM klar gehen. Wir gehen jetzt hier rein mit den Verhandlungen zu Alejandro Perez. Er kann Innenverteidiger spielen und ZDM. 19-jähriger Spanier, sehr talentiert und hat ein Potenzial von 80. Und ich hoffe, da können wir eine halbwegs gescheite Transfersumme rausschlagen. Für den Anfang einmal 1 Million. Ich glaube, das sollte absolut fit gehen. Und 3% Weiterverkaufsgebühr, das nehme ich an, den nehme ich mit. Mal schön, dass ein Transfer gleich mal auf Anhieb klappt. Das finde ich wirklich Weltklasse. Und jetzt wird er aber hoffentlich nicht so viel Geld verlangen und dann sollte der Transfer klar gehen. Da ist der Perez für 600 € pro Woche. Spielt er für uns? Ich glaube, das Gehalt geht wirklich absolut fit und wir werden den gleich jetzt dann zum ZDM umfunktionieren. Ich hoffe, es dauert echt nicht lange. Das wäre ja sehr, sehr bitter, wenn der jetzt, weiß ich nicht, wie lange braucht zum Umwandeln. Moral unglücklich, Teamleistung nach unten. Okay, der ist gerade erst gekommen, macht schon ein bisschen Stress. Ja, aber der wird uns, glaube ich, schon sehr, sehr gut weiterbringen. 64 Wochen ZDM! Und dann erst zweite Position, ZDM. Okay, dann planen wir ihn erst einmal auf der IV ein. Und wir wandeln ihn einmal zum ZDM um. Dauert ja auch nur knapp mehr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Nice. Sehr, sehr geil. Weltklasse, Alejandro Perez. Sehr gut, dass du so gut ZDM spielen kannst. Mama mia. Und jetzt starten wir dann auch gleich in die Spiele rein. Das Spiel gegen wen werden wir einfach schnell kurz durchsimulieren. Ich hoffe, da springt wenigstens ein Zähler für uns raus. 1:1, Wolfram macht ihn und Hene verletzt sich leider. Ah, ich hoffe, der wird jetzt nicht zu lange ausfallen. Das wäre ja sehr, sehr bitter, weil ich glaube, das ist ja unser nächster Rechtsverteidiger. Innenverteidiger. Gut, dass wir da den Perez eingekauft haben. Hene fällt für 2 Wochen aus, das geht. Das kann Perez easy ersetzen und vielleicht ja, etabliert er sich auch in der ersten Mannschaft. Zeigt mit starken Leistungen, dass er sich einen Startelfplatz verdient hat. Gegen wer werden wir auch simulieren? Wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. Ich habe ja gemeint, dass wir ja bis ja relativ wieder zur Winterpause durchsimulieren wollen. Ich mache eine normale Simulation und das DFB-Pokalspiel werden wir natürlich spielen. Jawohl, 1:0. Ich glaube, das war der erste Dreier für uns in der Simulation. Ich bin mal gespannt, wie schaut denn eigentlich die Tabelle aus für uns? Ja, wir sind halt so Mittelklasse.
Es kam besser, aber ja, eher scheiße. 15. 8 Spiele, 8 Punkte, Torverhältnis von minus 6. Ja, das wird noch ein sehr, sehr holpriger und schwieriger erster Saison, Alter. Jetzt steht das Spiel gegen SV Meppen. Ich glaube also, wir müssten eigentlich schon stärker sein als Meppen, oder? Da müsste eigentlich schon ein Sieg rausschauen. Jawohl, 2-1, Schröder und Reinhard ihr. Da sind wir jetzt. Ich sag auch jetzt auf Ansage. Jetzt kommt unsere, ja, Siegesstraße. Ich werde es jetzt so machen, dass wenn zwischen den Spielen irgendwas Wichtiges kommt, ich das natürlich ja aufnehme und euch kommentiere, und sonst springen wir jetzt einfach von Spiel zu Spiel, sagt das Ergebnis und fertig ist. So, ich glaube, dann ist es ja ein bisschen dynamischer. Und es geht 2-2 aus. Ich muss sagen, gegen Dynamo Dresden, die ja in echt aufgestiegen sind und einen starken österreichischen Hosiner haben, geht das fit. 2-2 geht absolut fit, bin ich zufrieden. Ein weiteres monatliches Scouting-Update steht an. Komm, jetzt bring uns wenigstens einen guten, aber da ist nichts dabei. Der findet in Deutschland einfach keine Talente. 80.000 Potenzial von 62, ja, Robert Winkler. So nicht, das könnte ich sein, Alter. So schlecht, wie der ist, Alter. KFC Uerdingen gegen FSV Zwickau, komm, das wird eine schwierige Partie. Und es geht 1-2 für uns aus, aber Möker mit der roten Karte. Eieiei, Möker. Kaiserslautern gegen Zwickau, komm, Abfahrt. Ich habe mal ein bisschen rotiert. Gringo ist wieder drinnen. Stanic, da hat sich Augsburg aufgeregt, dass er fast nicht spielt. Ich hoffe, er beweist mir, dass, ja, was Gutes. 2-2 gegen Kaiserslautern sollte fit gehen. Boys, ich habe ja gesagt, dass ich das DFB-Pokalspiel selbst spielen werde. Aber gegen Verl ist das ja, glaube ich, ein bisschen, ja, lost oder scheiße. Das sollten wir easy weiterkommen. Und dann würde ich einfach jetzt dann das nächste Spiel dann des DFB-Pokals, also die dritte Runde, spielen. Ich glaube, das ist, ja, ist ein Deal. Schnellsimulation und dann sollten wir nicht weiter sein. Das war ja wieder mal klar, in der Verlängerung scheiden wir aus. Ach du heilige Scheiße. Eieiei, also das war sehr, sehr lost, Boys. Vor allem, wo spielt denn Werl? Die sind bei uns 19. Verdammte Scheiße, die sind 19. und wir sind 11. Wir starten jetzt hier rein gegen 1860 München. Sascha Mölders, die alte Bundesliga-Legende vom FCA. Und ja, ich bin gespannt. Also 1860, da der Verein hat Tradition und wollen auch eigentlich immer aufsteigen. Ich weiß nicht, ich schwöre, Boys, ich weiß halt nicht, was mit mir ist, mit dem Reden. Also ich habe keine Ahnung, warum ich heute so viel Scheiße rede oder mich so oft verspreche. Und ja, dann gehen wir rein jetzt ins Game. Na, Ball in die Mitte, aber den können wir noch entspannt klären. Aber die machen Druck. Die machen immensen Druck, muss man sagen. Oh, der Ball war in die Mitte, war absolut gar nicht gut. Da machen wir, ich schwör's euch. Das war so ein großer Schnitzer von mir. Ach du heilige Scheiße. Ich habe gedacht, ich wollte bis zu der anderen Seitenlinie rüberflanken. Und so sind wir ja 1-0 zurück, weil der Verteidiger auch nicht rausrückt, noch absolut hinten steht. Ein Kenzer und ja, da hat er einfaches Spiel. Amir, was für ein Fehler von Inkansa. Der macht heute aber nur solche Fehler. Und Handwerker schmeißt sie noch in den Ball und lenkt den Ball über die Latte. Dressel hätte ihn richtig schön platziert im Eck und mit dem Knie lenkt er den Ball noch über die Latte. Sehr wichtig. Sind aber ganz, ganz viele hier oben. Da ist Miatke. Miatke trifft nur den Pfosten. Nein. Das hätte es sein müssen. Auf Lokoc. Lokoc mit dem Finesse und schon wieder der Pfosten. Wie geht das? Absolutes Aluminiumpech für Zwickau. Innerhalb von 5 Minuten treffen sie den Pfosten. Möker. Möker und das gibt Eckball. Wir drücken jetzt absolut hier auf den Ausgang. Vielleicht dann hier auf den Lokoc.
mit dem Kopfball und da ist Lokoc. Macht das 1:1 in der 33. Spielminute. Jetzt ist wieder alles offen. Sehr schöner Kopfball und sehr schöne Flanke. Lokoc das Kopfballungeheuer knipst. 1:1 zur Halbzeit, geht absolut fit. Und ja, da müssen wir jetzt anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Am Tor schießen. Ach du heilige Scheiße, was für ein Fehler. Perez steht jetzt nur noch zwischen Sascha Meulers und dem Tor. Und er kann es machen, der frisch eingewechselte Perez. Jetzt hier raus auf Miatke gleich der direkte Konter. Sieht da Schröder. Schröder mit dem Volley und das 2:1. Was ist das für ein Spiel? Da geht's Schlag auf Schlag. Was für eine Flanke von Miatke. Die war Weltklasse. Die hätte man besser nicht treten können. Vor allem, da stand Starke in guter Position und Schröder. Und der Torhüter kann da gar nichts machen von der Distanz. Wie soll man da reagieren mit so einem schönen Volley? Sehr, sehr geiles Tor. Schöner Ball hier raus auf Schröder. Schröder sieht da Starke. Und was für eine Glanzparade von Kretschmer, what the fuck? Also den hat er wirklich sehr, sehr gut rausgeholt. What the hell? Hätte Manuel Neuer auch nicht besser rausgeholt. Das war überraschend. 2:2. Also ich habe gar nicht so genau gecheckt, dass das eigentlich kein Abseits war. Eigentlich habe ich drauf gebaut, dass er jetzt absolut Abseits, dass der Linienrichter die Abseitsfahne hebt. 2:2. 1860 München gleicht aus. Schöne Staffette, da habe ich gedacht, dass das schon safe as heißt ist, aber dem Handwerker hebt es unten leider auf. Stauder macht dann, ja, hat nur noch Brinkjes vor ihm und macht ihn dann ganz, ganz kalt. Oha. Lex ist hier im Strafraum und Möker. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Irgendwer ist da noch zum Glück reingeslidet. Ach du Heilige, was für eine wirklich schöne Kombination von 1860. Die kombinieren sich jetzt nochmal wirklich hier richtig schön durch. Und der Schiedsrichter pfeift ab nach gefühlt, ja, 4-5 Minuten Nachspielzeit. Es geht 2:2 aus. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich sehr gerecht für beide Leistungen. Und ja, ein Unentschieden nimmt man gerne mit hier aus München. Setzen wir unsere Unbesiegbarkeits-Serie fort gegen Ingolstadt. Das ist jetzt hier die Frage. Wir spielen 1:1 und ja, ist die Antwort. Der HFC gegen FSV Zwickau geht wie aus? Es geht 2:1 für ihn aus. Schade. Derstorf macht 2 Buden. Ja, den Typen müssen wir uns mal merken, ha? Und ja, wie viele Spiele waren wir jetzt ungeschlagen? Ich glaube 5 Spiele. Ja, es geht. Es waren leider zu viele Unentschieden dabei. Und der Bälle ist halt auch absolute Mittelklasse. 14 danach 15 Spiele mit 18 Punkten. Ja, ich glaube, mit dem Aufstieg haben wir diese Saison nichts mehr am Hut. Saarbrücken gegen FSV Zwickau. Komm, let's go. Holen wir uns den Sieg. Wir verlieren schon wieder. Ach, was machen wir denn falsch, Boys? Magdeburg gegen FSV Zwickau. Ne? 2:2. Wieder mal ein klassisches Unentschieden. Ja, das ist ja Weltklasse. Ein weiteres monatliches Scouting-Update. Komm, bitte. Einmal ein Jungspieler. Bitte. Lieber Fußballgott und die Elgott. Bitte. 3, 2, 1, go! Alter. Die sind alle so schlecht. Ich schwöre, ich habe noch nie so schlechte Talente bekommen. Ach du Heilige. Komm, Hansa Rostock, wenigstens einen Sieg noch. Komm, wenigstens mal einen Sieg. Wieder unentschieden. Ach, Mana Mia, ey. Oh, wenn das so weitergeht, brauchen wir ewig zum Aufsteigen. Dann ist schon längst FIFA 22, ich sag's euch. Come on, VfB Lübeck. Klatschen wir sie noch bitte mal kurz vor Weihnachten mal weg. Bitte. Let's go. Komm. Let's fucking go. Und schon wieder 2:2. Hä?
ich schwör, sind wir irgendwie, weiß ich nicht, absolut dumm, Alter. Ich schwör, sind wir irgendwie, weiß ich nicht, absolut dumm, Alter. Oder was macht, wie viel Unentschieden haben wir denn jetzt schon gespielt? Wir haben einfach 9 Unentschieden schon gespielt. 9 fucking Unentschieden. Und 6 Niederlagen. Und ich schwöre, wir haben eigentlich gar nicht so oft verloren, aber wir spielen halt die ganze Zeit Unentschieden. Ist ja kein Wunder halt. Transferangebot für Drinko, den will ich nur mehr abgeben. Ich delegiere jetzt den Scheiß und fertig aus Ende. Der soll einfach bitte wegkommen. Let's go. Und wir sind jetzt auch am Ende, ja, der heutigen Episode angekommen. Wir haben jetzt gleich hier den Dezember absolut durch Übereinkunft bei Drinko 680k. Ja, passt. Nehme ich mit. Der ist eh absolut schon, ja, gar nicht mehr Rotationsspieler oder Stammspieler. Da ist gar nichts mehr. Der ist wirklich komplett aussortiert worden von mir, weil wir haben ja Gringoy geholt für ihn. So, jetzt haben wir noch Monatsbericht Ding. Augsburg hat Stanic zurückgeholt. Aha. Vertragssituation von Reinhardt. Ja, ich weiß. Und Stanic wurde zurückgeholt. Er hat sich leider erneut wegen der mangelnden Spielzeit des Ausgehen Joso Stanic bei uns gemeldet. Ich schwöre, er war halt einfach nur Rotationsspieler. Wenn ein Godinho stärker ist, warum sollte ich ihn dann spielen lassen? Vor allem, wenn es mein eigener Spieler ist. Aber so schaut's aus. Wir haben jetzt die erste Hälfte hinter uns. Wir sind leider nur mit, ja, wir stehen hier als 15. eigentlich nur da. Und ja, nächste Episode ziehen wir komplett die andere Hälfte durch, damit wir ja ein bisschen weiterkommen hier in der Karriere. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, auch wenn heute viel, ja, oder nicht so viel passiert ist. Wie sonst, schreibt mir ein paar Jugendspieler oder junge Spieler rein, die wir uns vielleicht so mit einer Mille so leisten könnten. Das wäre sehr nice. Und Elzi, hör auf mit dem scheiß Maguire. Und ja, so schaut's aus. Haut's rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und Havi Derre. Sono detestable, sono admirable, des Geniteurs ou des Genies.